Hallo und herzlich willkommen auf Dragon Audio zu einem neuen kleinen Video. Ja, heute geht es um, wie ihr sicherlich schon sehen könnt, um ein Top-Teil mit zwei gekurbten 6,5 Zoller von Dynavox und einem Kalottenhochtöner. Einfach so als kleines, ja, Musik-Top-Teil für zwischendurch, ja, die man Full-Range einfach so mal laufen lassen kann. Die wollte ich euch heute einfach mal vorstellen. Dabei ist ganz klar im Vordergrund das Budget, weil so eine Box, so wie sie hier ist, kostet 20 Euro. Ja, mehr kosten die Chassis nicht und auch nicht die 6 dB Weiche, bestehend aus nur einem Kondensator, der für die Höhen Frequenzen zuständig ist, dass der Hochtöner nicht zu schnell überlastet wird. Und ja, was soll ich euch dazu sagen? Ich mache ein paar Videos, ein paar Bilder und wir hören uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wie gesagt, vergesst nicht den Preis im Hintergrund. Sagen, so leise sind die 2,5er jetzt auch nicht, also für ganz normal darüber Musik zu hören, reicht das definitiv aus. So. Irgendwie nur noch der Beat. Wieder kurze Wortmeldung. So.
Ja, und zwar, das war mein kleines Low-Budget-Projekt, 6,5 Zöller mit einem Galottenhochtöner. Und ja, es muss nicht immer teuer sein. Ne? Und für Hintergrundmusik und solche Sachen reicht das. Ja, was habe ich noch so ausprobiert? Noch ein bisschen was mit SBL Acoustics und mit meinem, nee, wo ist es denn? Ach, das steht dahinter, mit meinem S2 Line Array. Das hat ja auch einige Probleme gemacht mit dem selbstgeschweißten Horn und so weiter, aber gut. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn ihr Spaß am Video hattet, lasst es mich doch bitte wissen. Und ansonsten habt noch ein schönes Wochenende. Und ich würde mal sagen, bis zu einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, tschüss.